Also wenn du jetzt so schön, wie du es jetzt hier machst, ne, ja, mit guten Gedanken, mit viel Liebe, das da reinschnippelst, wirklich ein gutes Gefühl dabei hast, dann entfaltet dieses Essen sein Potenzial und wirkt für dich. Das habe ich auch schon oft gehört. Und das ist was ganz anderes, wie wenn das jetzt quasi für dich geliefert wird oder wenn jemand... du irgendwo bestellst. Genau. Also deshalb, ich gehe auch gar nicht gerne essen, ehrlich gesagt. Ja, ich gehe gerne essen. Also ich mag es natürlich auch. Und bild mir dann ein, dass es mit Liebe gemacht wurde. Und überhaupt mit wenig Fett und mit wenig Geschmacksverstärkern und so weiter. Meistens nicht, leider. Aber ich mag das halt so, mit Freunden wohin zu gehen. Ja, absolut. Und dass man sich dann halt nicht zu Hause trifft. Ah, guck mal, es gibt ja auch immer die 80-20-Regel, oder? Genau. Also, ich koche meistens. Dann machst du es meistens gut halt. Genau. Und 30%, 20%, 40% machst du es halt dann auch anders. Genau, ich. Und du hast trotzdem ein gutes Gefühl dabei. Genau, ich das bin halt auch oft eingeladen. So bei Freunden oder bei Familie. Wobei ich sagen muss, die haben sich schon so gut entwickelt. Schau, meine neue Technik, ist das nicht toll? Hier Zubereitung, sie macht es richtig, ne? Die meisten tun die Schale dann quasi in Biomüll. Nein, das machen wir nicht. Das wollen wir natürlich nicht. Für Demeter-Qualität. Und da steckt viel drin. Mega lecker. Haben wir eigentlich schon eine Einleitung für das Video? Nee, du wolltest das eigentlich hier immer nur so reinschneiden. Ich wollte jetzt hier gar kein Video draus machen. Aber wenn du schon solche tollen Sachen erwähnst, dann müssen wir das natürlich auch dazu sagen. So. So, jetzt belohnen wir die liebe Lana mal. Mit einem grünen Saft natürlich und optimalerweise sind grüne Säfte voll mit Enzymen und die kommen nämlich aus Sprossen und zwar aus wirklichen Sprossen, wo du quasi Grünes dran hast, also zum Beispiel Sonnenblumensprossen, Erbsensprossen, die werden dann ungefähr so hoch. Das hier sind Keimlinge, ne? Also da siehst du immer nur den Keimlingfortsatz und das hier sind Microqueens, das heißt, das sind keine Sprossen, sondern Kresse ist wie so eine Art Microqueen, das heißt, es sind kleine grüne Fortsätze, die sich bilden und dann hast du die richtig großen grünen Sprossen, die quasi ja, ungefähr so hoch werden, wirklich ganz grün sind und wo du eigentlich wie so ein halber Halm oder so ein halber Baum da hast und die beinhalten ganz, ganz viele Enzyme. Und wenn du dann noch Gurken dazu machst, Sellerie dazu machst, schmeckt es auch richtig gut. Und wenn du natürlich einsteigen willst, kannst du dir auch noch irgendwie was Süßes mit dazu machen. Einen Apfel beispielsweise oder eben Orangen. Oder du mixt auch ein bisschen Athletic Greens rein, was wir im anderen Video besprochen haben. Und dann hast du einen richtig, richtig leckeren Saft, der dann Zellen nährt, der dir einen Haufen Vitamine gibt, einen Haufen Minerale gibt, Spurenelemente gibt, aber vor allem Enzyme gibt und Biophotonen gibt. Wenn du nicht weißt, was Biophotonen sind, ist auch komplett egal. Aber danach richtet sich, was das Essen für ein lebendiges Gehalt hat. Also ist das Essen tatsächlich lebendig oder nicht? Und da schaust du dir mal das nächste Video darauf an, wenn wir darüber reden, wie war denn die ursprünglichste Ernährung von uns? So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Einleitung. Du kannst gar nicht. Doch, ich kann. Ich habe nur nasse Hände. So, herzlich willkommen zu dem Full Day of Eating. Ich sage auch nochmal Hallo. Der Christian ist heute zu Gast und wir ernähren uns heute einen Tag lang healthy as fuck, sage ich jetzt mal. Gesünder, sorry für die Ausdrucksweise. Gesünder geht's nicht. Und wir starten mit einem grünen Saft und natürlich auf leeren Magen. Es ist 13.29 Uhr. Also, Frühaufsteher könnten dann auch schon früher trinken, ne? Ist ja ganz klar. Lecker. Also, ja, natürlich trinken wir den natürlich auch früher. Also, ich starte in der Regel so früh, wenn ich aufstehe, nehme ich Zeolit oder Heilerde, warte dann eine halbe Stunde. Machst du dann erstmal eine Ausleitung, ja? Genau, also das mache ich auch so kurweise, auch nicht immer. Und dann quasi nehme ich einen grünen Saft oder einen Weizengrassaft, um mich dann komplett wieder natürlich zu revitalisieren und trinke ganz früh ganz viel Wasser. Also für mich ist frühes Wasser extrem wichtig, einfach um die Entgiftungsprozesse zu... So schon mal einen Liter, mal weg. Ja, einen Liter locker. Ja. Weil ich auch früh meistens Sport mache, da trinke ich dann sowieso viel Wasser dabei. Und in der Früh meistens so ein halb,
so ein Glas voll Wasser. Ja, ich mache das auch so, dass ich erstmal Wasser trinke und starte dann meistens mit meinen Athletic Greens. Als erste Mahlzeit in Anführungsstrichen oder als erste Aufnahme, Vitaminaufnahme, Mineralstoffaufnahme. Und danach gibt es bei mir immer oder meistens einen grünen Smoothie. Yeah. Und heute werden wir aber keinen grünen Smoothie als erste Mahlzeit haben, sondern wir machen das, was ich gerade hier schnipple. Und zwar einen Salat. Das ist ja deine erste Mahlzeit, Christian, oder normalerweise? Genau, also mega full day of eating. Auch im Hippocrates-Style, also ich organisiere die Events des Hippocrates-Life-Instituts. Du bist ja der Verantwortliche für ganz Deutschland und Europa. Das muss man ja dazu sagen, du organisierst es nicht nur, sondern du bist also, wollen uns hier nicht unter Wert verkaufen. Also das müssen wir schon nochmal dazu sagen. Das ist schon der Hammer, was du da auf die Beine gestellt hast. Vielleicht kannst du auch mal ein bisschen berichten, was das genau ist und was das mit Menschen macht. Da gibt es ja auch so eine Kur, die man 3 Wochen machen kann. Ja, also das ist der gesündeste Ort der Welt, wie der tatsächlich bezeichnet, in Florida. Dort waren schon in den letzten 40 Jahren über 400.000 Menschen, die auch teilweise richtig krasse Krankheiten haben. Also wir reden hier über Krebs, wir reden über Diabetes, wir reden über Herzleiden, wir reden über Übergewicht, Zuckerkrankheit, aber auch Arthritis. Und wir hatten jetzt zum Beispiel in unserem Kurs jemanden, die konnte die Hand nicht mehr zur Faust bewegen und das konnte sie nach den 3 Wochen wieder. Es gibt, hatte sie Gicht oder was war das dann? Ja, also auch so eine Arthritis-Gicht-Variante. Und wir hatten eine mit so einem großen Lymphon, das ist Lymphknotenkrebs. Das war dann um 2/3 geschrumpft, dieser ganze Knoten. Ja. Also das heißt, was wir machen ist so über Detox, genau, 3 Wochen Retreats, geht auch 2 Wochen oder 1 Woche, über Detox, über gesunde Ernährung, über Bewegung, aber auch über psychologische Maßnahmen, also Gesprächstherapie, auch ganz viel Wissensaufnahme, verwandeln wir den Menschen. Ja, Hammer. Mehr oder weniger. Hammer. Ne? In 3 Wochen und bist du nicht nur gesundheitlich ein neuer Mensch, sondern auch, du hast auch das Wissen, was du dann zu Hause anwenden kannst und wirst da ärztlich begleitet und wirst von allerlei Experten gebrieft, man passt auf dich auf, man schaut, dass du gesunde Nahrung zu dir nimmst, das ist alles durchdacht, du kriegst da Massagen, du kriegst Essen, du kriegst alles und das verlinken wir euch, das würde ich auch gerne mal machen. Du hast es ja auch schon mal gemacht, ne? Dann in Florida direkt. Ich habe es 2-mal gemacht, in Florida und einmal bei uns hier, wo wir es selber organisiert haben. Jetzt im Oktober findet wieder eine Kur statt. Toll. Und es ist quasi da so, dass wir eben auch mit früh starten mit einem Weizengrassaft, der extrem entgiftend ist, aber auch komplett revitalisierend ist. Dann gibt es um 10 Uhr einen grünen Saft. Also du fastest eben auch bis mittags und dann gibt es ein ganz, ganz tolles Riesenbuffet mit Sprossen, mit Salaten, mit Rohkost und mit richtig coolen Dips, ne? Also auch zum Beispiel Rosmandelmus mit drin, ja, und wirklich ein gutes Olivenöl mit drin, also richtig, richtig gute Sachen, dass das auch richtig gut schmeckt und nicht nur gut aussieht. Und Zitronenwasser wird viel zwischendurch getrunken. Und ganz, ganz wichtig noch eine Sache, es sind zum Beispiel, die gehören auch dazu. Ah, Dulse-Flocken. Dulse-Algen. Ja. Also wir reden über die gesündesten Lebensmittel an Land, im See und im Meer. Und die haben in unserer Ernährung. Das ist ja spannend. Erzähl mal, was ist am Land das Gesündeste? Am Land sind es die Gräser und die Sprossen. Ja. Ne? Also Weizengras, Gerstengras habt ihr ja schon bestimmt öfter genommen. Gerstengraspulver, ne? Genau. Frauen, der absolute Hit. Genau. Weizengras, Gerstengras, Dinkelgras, diese ganzen ursprünglichen Gräser und die Sprossen, wie gesagt. In den Seen sind es die Blaualgen, also die blaugrünen Algen, Chlorella, Spirulina, auch Afa-Algen. Und im Meer sind es die Meeresgemüse. Mhm. Also Dulse, Nori. Sollen wir das da mit reingeben? Genau, das kommt da mit rein. Das ist übrigens auch eine alte Verpackung, die sind jetzt auch in nachhaltigen Verpackungen. Gibt's die auch. Und die schmecken halt, für mich ist das so der gesunde Salzersatz. Genau, das ist der Salzersatz. Ja. Genau. Und die würde ich jetzt so nicht essen. Die sind höchst entgiftend. Okay. Also das entgiftet dir sogar Schwermetalle aus deinem Körper. Jetzt komplett. Ja. Alle Schwermetalle raus. Ich muss die nur aufmachen. Soll ich mit den Nägeln vielleicht? Oder ich hast du? Ich hab's ja. Okay, super. Wie viel gibst du da so dazu?
Ja, jetzt wo du Anfänger-like bist, ein bisschen Anfänger. Weniger. Betreib es nicht. Schaut aus wie leckere Chips. Soll ich mal, darf ich mal so probieren? Absolut, ich kann es so essen. Wenn die übrigens so weiße Stellen haben, dann ist es natürlich nichts Schimmeliges oder so. Das hat natürlich eben hat mit dem Salzgehalt zu tun. Die sind ja aus dem Atlantik geerntet. Und ich sag dir nach, was das schmeckt. Früher, vor 10, 15 Jahren, hat mein Vater immer gerne mit Bier so eingelegten, in Salzlake eingelegten, getrockneten Fisch gegessen. Kennst du den, den man so auseinanderzieht? Ach so, ja, ja, diese Dosen da, diese Heringsfilets. Ja, aber in getrocknet. Getrocknet in Salz eingelegt. Also die sind richtig trocken. Gibt es auch häufig in China oder so, so diese kleinen Fischchen auch. Und wir hatten die in groß. So schmeckt das. Schmeckt also einfach nach gar nicht so Salz. Schlecht, ne? Nein, so schlecht, gebärt. Ja. Die kann ich schon, bin ich schon gewohnt. Also es gibt auch noch andere, ne? Ich könnte die ausprobieren, aber Dulce ist das, was übrigens auch Anthony William empfiehlt in seinem Heavy Metal Detox Smoothie. Ja, genau. Da sind auch Dulce-Algen drin, weil sie toll durch die Blut-Hirn-Schranke dich entgiften. Ist das so der beste Hersteller, den du auch empfiehlst? Ja, genau. Die sind aus, die aus Spanien. Genau. Die sind aus Spanien, aus dem Atlantik, weil du musst aufpassen, aus dem Pazifik, der ist meistens mehr mit Giftstoffen belastet. Und die Algen nehmen natürlich alles auf. Auf, ja, genau. Aber es ist natürlich, die sind natürlich zertifiziert, die sind, haben Laboranalysen und da toll ist natürlich auch immer klar, dass da keine Giftstoffe drin sind. Genau. So, und jetzt braucht man natürlich noch ein Dressing, lieber Christian. Oh ja. Und ich brauche da noch ein bisschen was Süßes drin im Dressing. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht ein Cashew-Dattel-Dressing oder so machen. Das klingt gut. Ja, sollen wir mal starten? Absolut. Ich bin gespannt, was das machen. Ich trinke ein bisschen grüner. Genau, also wie vielleicht auch der Tag abläuft, ist eben so, dass du abends ab 17.30 Uhr das letzte Mal isst, einfach um auch die Entgiftungsphase in der Nacht optimal zu unterstützen. Mhm. Und das ist vielleicht noch so ein Tipp, den ich dir mitgeben kann, bei einem Full Day of Eating, hör abends um 18, 18.30 Uhr auf zu essen, weil dann hast du einfach in der Nacht den besten Effekt, kannst am besten schlafen. Und ich merke das immer, wenn ich spät esse, noch so um 20, 20.30 Uhr rum und gehe um 22 Uhr ins Bett, schwierig im Schlafen. Ja, mit dem Schlafen und auch mit der schlanken Linie. Ja, also wenn man einfach abends isst, man muss einfach sagen, der Körper ist ja ähnlich wie wir von der Produktion her. Wenn du eine Nachtschicht hast, arbeitest du halt auch nicht ideal und hast die perfekte Energie. Und genauso ist es mit der Verdauung. Das ist halt alles sehr langsam, sehr träge. Und meistens ist es so, dass du in der Früh noch die Sachen vom Abendessen nicht verdaut hast. Ja, wenn du sehr, sehr spät abends isst. So, wir haben hier einmal Cashewnüsse. Ich mache jetzt gleich mal ein bisschen mehr, dann können wir das für morgen oder für die nächsten Tage. Noch davon zehren. So, dann haben wir hier einmal Softdatteln. Dann mache ich auch immer noch Apfelessig rein. Christian, spricht da was dagegen? Jetzt hier nicht, beim Pocket Institut nimmst du keinen Essig. Nimmst du Zitronen? Wir können auch Zitronen nehmen. Zitronen kannst du nehmen. Ist besser, ne? Machen wir Zitronen. Halt irgendwie was Säurehaltiges, finde ich nicht immer noch mit rein. Es gibt unterschiedliche Meinungen zu Apfelessig. Die einen sagen, es ist das Gesundheitsmittel schlechthin. Was sagst du? Die anderen sagen, es greift eben auch deinen Magen an. Ich habe mir da noch kein abschließendes Bild dazu gebildet. Also im Hippocrates. Also es wird weder im Hippocrates Institut verwendet, noch empfiehlt es Anthony William. Und das sind ja eigentlich so die zwei Gesundheitskurs schlechthin. Also von daher lasse ich es jetzt zum Beispiel weg. Okay, gut, dann nehmen wir also die Zitrone. So, dann mache ich auch immer noch, Salz brauchen wir nicht mehr, Pfeffer brauchen wir auch nicht mehr. Wir können noch ein bisschen Kurkuma reinmachen. Mhm. Ist das okay? Mhm. Wer übrigens mal was essen möchte, wo er sagt, hey, ich liebe einfach ein Frühstück oder ich liebe was Süßes zwischendrin, dann könnt ihr durchaus schon auch ein Müsli machen, eben wie gesagt mit den gekeimten Haferflocken. Und dann würde ich zum Beispiel auch ein Joghurt oder Quark selber machen, auch aus Cashews, geht ganz einfach. Du brauchst nur vegane Joghurtkulturen, Cashews und Wasser und setzt dann deinen Joghurt damit an, der ist nach 48 Stunden fertig. Dann hast du gekalten Haferflocken, den Cashew-Joghurt und dann machst du noch ein leckeres Wildheidelbeerenpulver rein.
super reich an Antioxidantien, an Polyphenolen und natürlich auch an Vitaminen. Schmeckt super geil, lecker und sieht noch richtig, richtig gut aus. Jetzt musst du dir vorstellen, dieses Wildheidelbeerenpulver, das glänzt richtig lila. Und das ist was ich absolut empfehlen kann. Paprika mache ich noch rein. Paprika gewürzt. Schaut mal hier, so sieht das. Gut, jetzt kommt der. So, let's go. So, Datteln würde man jetzt im Hippokrates-Institut nicht dabei nehmen, oder? Also so bei, du kannst natürlich auch Früchte essen, hauptsächlich Beeren, so wie ich es gerade gemacht habe mit den Wildheidelbeeren. Und bei Datteln ist es so, oder generell, wenn du krank bist, Krebs hast, Diabetes und diese ganzen Sachen, dann willst du mal für 2-3 Wochen Zucker komplett weg. Ja, genau. Wenn du gesund bist, wenn du Energie brauchst, wenn du viel Sport machst, dich viel bewegst, ist dagegen gar nichts einzuhalten. Ja, ne? Das machen wir ja. Wir sind gesund, wir machen viel Sport und deswegen essen wir Datteln. Lana macht sehr viel Sport. Ja, findest du? Ja. Du hast recht, ich bin da einfach zu kritisch mit mir selbst. Ich denke mir immer, ich könnte noch mehr machen, aber im Vergleich zu der Masse muss man sagen, ich mache viel Sport. Denke ich auch. So. Schwarze Oliven könnt ihr übrigens auch jederzeit essen. Vor allem im Salat. Keine grünen Oliven essen, weil die sind nicht reif. Und alles, was nicht reif ist, willst du eigentlich nicht essen. Ja. Und vor allem auch, die sind jetzt in Rohkostqualität, ne? Mega. Boah, das sieht schon so cremig aus. Wow. Cashews ist einfach der Allrounder. Mega gut. Das ist der Hammer, ne? Ein bisschen rauskotzen. Genau. Oh ja, mega lecker deine Soße. Ja, schmeckt es dir? Das freut mich. Sehr, sehr gut. Bei veganen Keto machst du halt ganz viel mit Avocados, weißt du? Zum Beispiel. Ja, sollen wir noch eine Avocado reinschneiden? Kannst du auch. Ich habe die jetzt nur gerade gesehen, deshalb ist es mir eingefallen. Du meintest, was isst du bei veganen Keto noch? Ja. Und machst du mit so Kelpnudeln und diese Cognac-Nudeln auch. Die habe ich auch da, aber die schmecken halt. Die schmecken halt gar nicht. Das ist halt schon nochmal. Und hast du das Gefühl, dass das wirklich das Gesündeste ist? Vegan Keto? Nee. Also es muss in so eine Clean Eating Richtung gehen. Genau. Also vegan Keto kannst du mal machen, wenn du wenn du krank bist, also wenn es dir nicht so gut geht oder wenn genau. Du nehmen willst und so. Ja. Aber auch da nicht so viel mit Tofu und Zeug machen, ne? Weil oh, ich esse Tofu so selten. Ich habe es immer da, weil wenn ich Besuch bekomme, ist es halt immer noch das, was die meisten Leute. Ja. Aber ich selber bereite ich mir kein Tofu zu. Das reicht mir dann für 2 Monate so eine Packung. Dann trage ich das jetzt rüber und wir sehen uns gleich wieder. Wir sind jetzt hier ein bisschen im Grünen unterwegs mit Mr. Broccoli. Und hier wächst auch Broccoli übrigens. Hier oben, ne? Nicht gerade, aber hier auf diesem Feld. Dahinter. Sieht man jetzt zwar nicht, aber normalerweise wächst hier Broccoli. So, ein bisschen die Sonne tanken, ein bisschen Vitamin D3, heute haben wir drüber gesprochen. Und ein bisschen reden und uns austauschen. Und wir sehen uns dann später wieder bei der nächsten Mahlzeit. Bis dann. Tschüss. So, Christian, und was hast du zum Snacken so dabei?
wie gesagt hast, gerade zur letzten Mahlzeit. Ich meine, ich habe natürlich mehr Chlorellas dabei, die hier ein kleiner Zwischensnack sind. Krass, oder? Also da kannst du mich nicht mithaben. Wir können gerne hier ein paar Beeren vielleicht pflücken, wenn es welche gibt. Oder ein paar Brokkolis da hinten. Oder ein paar Brokkolis. Aber Chlorella werde ich jetzt nicht snacken. Aber lass es dir gerne schmecken. Ja, danke. Sieht toll aus. Guten Appetit. So, wir haben jetzt hier noch mal was entdeckt. Das ist jetzt weniger ein Snack für den Christian, weil er hat ja seine Spirulina-Presslinge dabei. Aber ist ein Snack für mich. Die werden aber richtig lecker sein. Die werden lecker sein, ne? Schau mal. Das ist natürlich nur für die Damen. Nein, du kannst, das sind hier genug. Das reicht hier für uns beide. Schau mal, wie toll. Probier mal. Das sind unsere Wildheidelbeeren. Hammer. Boah. Ich probiere auch mal. Die schmecken schon fast vergoren. Mmh. Und fast Alkohol. Mmh. Sind die süß. Die müssen eigentlich schon fast abfallen. Dass, und dann sind sie richtig süß, ne? Und, boah. So hat's denn? Soll ich dir was abnehmen? Ja, nimm die mal. Wow, das ist der perfekte Snack. Wild gewachsen, nicht gespritzt. Und hier daneben noch Brennnessel. Ja, ich habe schon schöne Stiche abbekommen. Oh nein! Ist ja auch schön gesund. Okay, und für dich? Ich nehme da noch einen. So, jetzt können wir mal probieren. Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Bombendinger. Schmeckt schon so leicht nach Alkohol. Ja, ne? Die sind so, die sind schon fast begoren. Also, leider bin ich gleich besoffen. Mhm. Muss daheim tragen. Habt ihr mich schon mal besoffen erlebt? Ich glaube nicht. Brombeerwein vielleicht. Brombeerwein. Ohne Zucker. Und hier hängen auch so ein bisschen Birnen. Genau. Schau mal, hier. Sieht man das? Das ist bereits Haus, wir haben geklaut. Das ist hier alles Gemeinschaftseigentum der Stadt Nürnberg. So, das ist jetzt unser Snack und wir sehen uns dann bei der nächsten Mahlzeit. Bis dann. So, meine Lieben, willkommen zurück und ich bin auch schon alleine. Der Christian ist gerade gegangen und ich hatte ja heute noch keinen Smoothie. Und ihr wisst ja, wie das ist bei der Lana. One Smoothie a day keeps the doctor away. Sprich, wir haben jetzt hier einmal einen leckeren, dunkelgrünen Spinat, Banane, Ingwer und Gurke Smoothie. Und das ist die Kombi, die ich liebe. Und ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich so an, als würde ich das einmal am Tag einfach brauchen. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Und mein Körper schreit danach. Und an Tagen, wo ich es nicht habe oder wo ich im Urlaub bin, freue ich mich umso mehr, wieder nach Hause zu kommen und meinen Smoothie zu trinken. Ich freue mich jetzt auf den Smoothie. Es ist mittlerweile schon 18 Uhr. Und mache mich jetzt noch an die Arbeit und werde direkt ein paar Videos schneiden und schauen, was wir heute so abgefilmt haben. Da ist bestimmt sind ganz, ganz viele tolle Sachen dabei. Und das Smoothie, der kommt einfach mit an meinen Arbeitsplatz. Wir sehen uns dann bei der nächsten Mahlzeit wieder. Bis dann! So, und mein Full Day of Eating werde ich heute abschließen mit einer leckeren Bowl, die ich mir bestellt habe. Ich habe heute ganz viel gearbeitet und deswegen habe ich jetzt was zu essen abgeholt. Und zwar ist es eine Bowl auf Basis nicht von Reis, das finde ich super. Meistens ist ja da ganz viel Reis drin und ganz wenig Topping. Und hier kann man eben auswählen, dass man zum Beispiel Zucchini-Reis bekommt und Spinat. Und also kein Reis, dann habe ich hier noch Kimchi, ich habe Räuchertofu, ich habe rote Zwiebeln, ich habe Mango, ich habe Edamame und ganz viel Soße. Das Ganze schwimmt so ein bisschen darin, deswegen habe ich auch einen Teller drunter gestellt, weil das wie eine Suppe schon bei mir ausgelaufen ist. Und das Ganze hat jetzt eine Sesamsoße und ich würde vorschlagen, dass wir das mal zusammen probieren, ob das jetzt so gut schmeckt, wie es aussieht.
Wisst ihr, was ich mag? Diese fein geraspelten Zucchini. Ja, wenn man die fein raspelt, dann schmecken die richtig frisch. Und sind nicht so lapprig. Das mag ich sehr, sehr gerne. So, in diesem Sinne, ich lasse es mir jetzt schmecken. Ich hoffe, das Full Day of Eating Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao. Eure Lana.